Hallihallo, Minecraft-Freunde, und willkommen zu einer Runde Sky Factory 2. Okay, bevor wir jetzt mit dem nächsten beginnen, und zwar mit dem Magical Crops Mod, denn da habe ich beschlossen, dass ich mich da als nächstes mit beschäftige und nebenbei Erzautomatisierung und MA-System baue, noch ein paar Sachen im Voraus, und zwar wartet, ich mal kurz Bildschirmübertragung, Aufnahme an. Genau, also hier ist so mein Kanal und ich habe hier so ein paar nette Kommentare gefunden. Hier, beziehungsweise wartet, es hat schon eher begonnen von einem Typen, der mir immer super tolle Tipps gegeben hat, die ich mir mal durchgelesen habe. Und zwar zum Beispiel hier mit dem Mülleimer und Recycler und Lootbags und so weiter. Beziehungsweise hier Hopper, Barrel, Kiste, halbe automatische Dirt-Produktion, hat mir irgendwie insgesamt 15 Tipps geschrieben, die wirklich super hilfreich sind. Und irgendwo noch. Ach ja, genau. Um das zu verstehen, muss man hier das hier lesen. Mob-Essenz braucht man für Auto-Spawner und den Enchanter, das habe ich letzte Folge schon gesagt. Und dann haben sie sich halt so ein bisschen unterhalten. Und dann war diese Person irgendwie der Meinung. Also ich habe ja gesagt, dass ich das von Spark und Kev habe, okay. Hat mich gefreut, dir helfen zu können. Aber wenn du bei Leuten guckst, die fast keinen Plan haben, ich denke mal, das war auf Spark und Kev bezogen, gebe ich es auf. Ich finde, gerade kleine YouTuber sollen sehr viel Zeit und Mühe in ihre Videos stecken. Mhm. Okay, also dazu würde ich erstmal sagen, wie ich es auch geschrieben habe. Ich stecke momentan so ziemlich alle Zeit, die ich habe, in meine YouTube-Videos. Und mein momentaner Wochenplan sieht eigentlich so aus, dass ich außer Mittwochnachmittag und Samstag und Sonntagvormittag praktisch nie wirklich da bin oder für irgendwelche Scheiß arbeiten werden. Und ja, habe ich so geantwortet. Und dann habe ich geschrieben, dann hat er geschrieben, ach nee, war das jemand anderes? Okay. Sagt er halt, dass er dass er weiß, wie das ist, dass er auch einen YouTube-Channel hat. Und hier, warte. Okay, ach ja, das ist. Wenn solche Leute solche Tipps schreiben, die sollten dann auch im Video erwähnt sein, okay, das werde ich mir auch zu Herzen nehmen und was machen. Und dann, warte, ach ja, genau, hier. Dann hat hier für diese 10 Tipps, die er mir vorhin da geschrieben hat, war er irgendwie, ich weiß nicht, also war irgendwie so grob gesagt der Meinung, dass ich die Kommentare immer einblenden sollte, also immer die User nennen sollte, die Kommentare schreiben, und irgendwie war er der Meinung, ich sollte nicht gucken, was die anderen machen oder sowas, und so wie ich es gemacht habe, war es auch nicht richtig, sondern das, was er gesagt hat, so hätte ich es bauen sollen, weil das die sinnvollste Variante ist. Das Problem ist nur, ob das wirklich so die sinnvollste Variante ist, denn wer spielt denn das Projekt, wenn nicht ich baue, wie meine Ideen sind, sondern ich baue, wie die Ideen der Zuschauer sind. Ein paar der Tipps habe ich mir beherzigt, zum Beispiel hier diese Sache mit dem Trichter, das habe ich offline gebaut und habe hier für Magical Crops schon ein paar Erde-Sachen produziert, und ansonsten habe ich mir eigentlich auch vorgenommen gehabt, ein paar dieser Sachen noch zu bauen, aber man hat halt irgendwie keinen Bock mehr darauf, wenn Personen, die super Kommentare geben, beleidigt sind, weil man sie nicht gleich in der nächsten Folge durchsetzt oder halt so erwähnt. Das finde ich eigentlich schade, denn die Kommentare waren wirklich ziemlich hilfreich. Wie gesagt, hätte ich auch, oder zumindest die meisten davon, gemacht, aber naja, das fand ich jetzt nicht unbedingt so toll. Okay, kommen wir jetzt zu Minecraft. Magical Crops, genau. Ach komm, ich öffne noch die Lootbags. Brauche ich nicht. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich behalte es einfach mal. Okay, ja, kann weg.
Und dann gehen wir hier mal nach hinten und holen uns ein bisschen Minitio-Sense, denn die brauchen wir für Magical Crops sowas von. Mein Inventar ist relativ leer, das ist gut. Und dann suchen wir uns nur ein paar Sachen aus, die wir schon mal machen können. Und ich beginne das Feld anzulegen. Dafür brauchen wir dann natürlich noch Harvester und sowas, aber das kommt noch später. Und ich hoffe, demnächst kann auch mal wieder der Falcon LP mitmachen, damit ich ihn dann mal töten kann. Add Magical Crops. Genau. Und dann gucken wir mal hier diese ganzen Seeds. Was gibt es denn da Schönes? Luftsamen. Okay. Ja, warum nicht? Oder warte, wir gucken erstmal nach wichtigen. Wir gucken mal, wie man die Eisensamen. Iron. Da ist noch bestimmt Iron Seeds. Ja, genau. Dafür brauchen wir diese Imperio Essence. Dafür brauchen wir Crucio Essence. Accio Essence. Minutio Essence. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt diese Infusion Stones. Und dafür brauche ich jetzt hier ein Dia oder ein Smaragd. Ich nehme mal einen Smaragd, denn Dias kann man auch sonst so gebrauchen. Eisenseeds. Genau. Oder warte, wie wird die hier gemacht? Oh. Oh. Okay. Ich sehe, das wird ein bisschen komplizierter, als ich dachte. So. Rein damit. Genau. Und dann haben wir hier diesen Big Infusion Stone. Und mit dem können wir uns jetzt ganz, ganz viel von dieser wunderbaren, wie hieß die? Accio Essence machen. Ich mache mir einfach mal gleich mehrere Stacks davon. Oh, der nimmt Schaden. Das ist aber nicht so toll. Und jetzt müssen wir, damit wir von diesem Teil auf diese Teile bekommen, also auf die kurze Essenz, irgendwelche Essenzen bekommen. Und dafür brauchen wir jetzt. Okay, wir müssen also erst mit den ganz schwachen Seeds anfangen. Also muss ich doch nochmal Seeds eingeben. Genau. Also wir brauchen doch erst. Machen wir mal Kohle-Seeds, das ist vielleicht ganz praktisch. Oh nee, nein, warte, ich glaube, ich habe ein Problem. Ich glaube, ich habe die ganze Kohle schon in den Ofen verbrannt. Ich kann mal gucken, ob ich hinten bei den Lootbags noch was habe. Ansonsten öffnen wir einfach ein paar Lootbags, das sollte auch gehen. Ich dachte aber, ich glaube, bei Lootbags öffnen habe ich irgendwann nochmal Kohle bekommen. Ah ja, ich habe übrigens die ganzen Tanks hier abgebaut. Kohle. 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 Nicht. Komm schon, Kohle bitte. Nein. Okay. Ich öffne Lootbags. Gucken wir mal, was das eigentlich für eine ist. Die kenne ich, glaube ich, gar nicht. Oh, Netherquartz. Das ist cool. Ansonsten kann das jetzt weg. Was ist denn Rare und Ankommen? Ich glaube, die sollten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Rare ist besser als Ankommen. Schrott. Zwei Dias. Lapis. Okay. Schrott. Lapis. So, kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Ich brauche aber Kohle. Keine Kohle. So ein Overground sieht. Redstone, ja komm, das kommt jetzt auch nicht auf dieses eine Redstone an. Eine witzige Regenbogenbrille von OpenBlocks. Ich keinen Plan habe, wozu die wirklich gut ist. Ich guck mal, ob hier drin vielleicht Kohle kommt. Nee. Auch nicht. Oh, das ist soweit auch ganz nice. Eisen nehmen wir auch noch mit. Der Rest kann einfach wieder weg. So, weg. 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 Und weg. Ah ja, perfekt, Kohle. Okay. Das ist sehr schön. Also, Kohle haben wir bekommen. 6 Stück. Dann können wir jetzt mal was machen dort vorne mit den wunderschönen Magical Crops. Und uns die ersten Kohle-Seeds machen. So. Wo war das hier? Dafür brauchen wir die Accio-Essenz und Kohle. Ach so. Ah, man braucht noch Seeds, dafür braucht man Weizensamen. Ich glaube, ich werde auch mal ein Feld mit Weizen machen. Ja, ich glaube, das ist ganz praktisch. Hä? Wieso kann ich das jetzt schon wieder nicht mehr so
reinlegen. Beziehungsweise reinlegen lassen. Ach so. Ich habe vergessen, die Seeds zu craften. Die Seeds rein und jetzt funktioniert es jetzt. Ja, jetzt geht es. Und dann haben wir die ersten Coal Seeds. Ich war natürlich wieder so schlau und habe dort hinten die Erde liegen gelassen. Ich nehme einfach mal ein paar Stacks mit. Hier. So, genau. Und hoffe, dass die jetzt relativ schnell wachsen. Ich glaube aber nicht. Und dann gucke ich einfach mal, was so eine Watering Can kostet, damit die ein bisschen schneller wachsen. Ich würde sagen, ich mache mir erstmal hier so ein provisorisches Feld hin. 9x9. Nach da. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Überhaupt nicht teuer von der Erde her oder sowas. Ja gut, aber dank der Monsterfarm geht das ja. Ach ja, übrigens, wartet. Ganz kurz. Genau, hier, also, Kassel Kirchner schreibt, Vakuumhopper können auch XP einsammeln. Das finde ich gut, denn dann muss ich jetzt nicht so selbst die dastehen, sondern kann mir die XPs, die ich brauche für Inventar und sowas auch selbst holen. Ich habe den Slot auch schon gesehen, also das werde ich auf jeden Fall auch nutzen. Das war zum Beispiel eins von den nützlichen Kommentaren und gemäß was ich gesagt habe, habe ich das Kommentar auch jetzt gezeigt. Hier die Fackel kann jetzt erstmal weg. Die brauche ich nicht. Und hier hin. Erde. In die Mitte kommt dann einmal Wasser. 1, 2, 3, 4. Ne, warte mal, ich glaube, die Magical Crops brauchen gar kein Wasser. Aber eine Hacke. Und ich habe vorhin eine Hacke weggeschmissen. Oder ich bin zu dumm, die zu platzieren. Das kann auch sein. Ich crafte mir einen. Ich glaube eh nicht, dass ich irgendwo noch eine rumliegen hatte. Eisen nicht. Aber Wassereimer. Und. Boah, kommt schon. Irgendwo muss ich hier doch Kobbel haben, genau. Hier Kobbel. Dann. Sticks. Und. Eine Hacke. Mal gucken. Oh, hier habe ich eine Fackel nicht abgebaut. Wenn ich das jetzt hake. Ah, genau, dann kann ich das drauf platzieren. Ah, perfekt, es regnet. 1, 2, 3, 4. In die Mitte kommt ein Wasser und dann 1, 2, 3, 4. Genau. Und jetzt ist diese wunderschöne Pflanze hier, die noch überhaupt nicht gewachsen ist. Und ich hole mir gleich nochmal schnell Weizen-Seeds und pflanze sie auch mit dazu. Denn jetzt, am Anfang kommt es halt darauf an, erstmal sehr, sehr viele Seeds zu bekommen. Später geht das dann viel besser, aber wenn du erst eine Pflanze hast, dann ist es echt schwierig, die ganzen Seeds zu bekommen. So, Seeds waren hier drinne. Und dann gucke ich gleich mal, was so eine Watering Can kostet. Hier genau. Watering Can. Kann man die. Ah doch, die kann man auch craften. Empty, broken. Reinforged. Soul Fragment, genau. Das ist dann das, wo wir einen Spieler dazu brauchen, der sich dann opfert und ein Seelenfragment sich herausschneiden lässt. So im Groben. Ah, cool, mein Inventar wurde wieder sortiert. Das finde ich sozial. Also erstmal, wir brauchen Eisen, 4 Stück. Hier sind 3 Eisen drin. Also brauchen wir noch ein Eisen. Dann ein bisschen Holz und Knochenmehl. Das sollte jetzt nicht das Problem werden. Knochenmehl irgendwo, so hier in der Nähe. Ah, da oben sind Knochen, okay. Mit dem restlichen Knochenmehl werde ich dann einfach das Weizen ein bisschen hochzüchten. Noch ein Eisen. Hier mal wieder Kiste sortieren.
Und jetzt. Ach nee, warte. Erst diese Schüssel. Ich bin wirklich zu dumm. Ich habe mir dieses Rezept nicht gemerkt. Ich habe das noch nie gecraftet. Ich habe dieses Crafting-Rezept noch nie benötigt von der Schüssel. So im normalen Vanilla Minecraft oder sowas. Jetzt so. Und dann haben wir eine wunderbare Empty Water Can. Die können wir jetzt an der Wasserquelle auffüllen. Aha. Sehr schön. Da haben wir wieder zwei Seeds mehr. Wo ist eine Wasserquelle? Da, warte. Geht die Wasserquelle dann weg, oder? Nee, okay. Jetzt sollte die voll sein, genau. Jetzt können wir Rechtsklick machen und erhöhen damit die Wachstumsgeschwindigkeit von dem Zeug ein bisschen. Hier sieht man, die wächst schon schön nach oben. Oder? Sieht man das? Ja, okay, ich zeig's mal im Weizen. Das sollte sich, glaube ich, auch auf das Weizen auswirken. Ich mach's in so einem 3x3-Bereich. Ich mach mal kurz den Regen aus, damit man das sieht. Ja, genau. So, hier seht ihr diesen kleinen Bereich. In dem Bereich wächst das halt sehr viel schneller. Oh, okay, es wächst wirklich sehr viel schneller. Ich habe jetzt hier so eine Kohleessenz und noch mehr Kohlseeds bekommen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach nur Pech hatte oder ob man sich wirklich jeden Seed einzeln craften muss. Das wäre nämlich dann blöd. Sehr blöd. Mal wieder das Weizen abernten und weiter draufhalten. Das sieht voll cool aus. Der Magic Crops Mod ist schon auch cool gemacht. Genau. Wieder war's. Ich glaube, man bekommt wirklich immer nur den einen Seed raus. Ich probiere es jetzt noch zweimal. Wenn ich dann jedes Mal wieder nur ein Seed bekomme, dann ja, habe ich halt Pech gehabt. Muss ich sehr viele Coal Seeds bauen. Aber dafür habe ich nicht genug Kohle. Nee. Komm, wachs. Ja, perfekt. Ja, was habe ich denn gerade für ein Pech? Auch Weizen kommt nur einmal. Okay. Jetzt hier wunderschön die Pflanzen gießen. Ich bin ein kleiner Gärtner. Ah, das ist gewachsen. Hey, kann es sein, dass ich irgendwie die ganze Zeit immer nur ein Seed rausbekomme, egal was ich mache? Ah, wieder gewachsen. Okay, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass man nur ein Seed bekommt. Das heißt, ich werde mir jetzt gleich mal ein bisschen mehr machen. Aber erstmal gucken. Ich brauche dafür ja Kohle, also werde ich mich einfach mal kurz hier hinstellen und noch ein bisschen weiter das Zeug abernten, sodass ich dann 9 Kohle habe. Bis gleich. Okay, ein letztes Mal abernten. Und dann habe ich jetzt erstmal weitere, oder kann mir jetzt gleich weitere Kohle-Seeds machen. Ich ernte hier mal schnell das Getreide ab, pflanze ein paar Sachen neu, nehme aber wieder was mit. Vielleicht habe ich hier noch irgendwo Knochen, sodass ich mir ein paar Seeds machen kann. Ja, ein paar Knochen sind da doch schon noch. Ups, rausgeworfen. So. 60. Dann. Let's go and make Getreide. Das ist cool. Du musst hier einfach nur rechtsklick spammen und dann bekommst du das Zeug. Hey, warte mal. Ach doch, du bekommst Seeds dazu. Gut. Oh, das läuft doch ganz schön so. So kann man sich easy Seeds machen. Und wieso geht das in normal Vanilla Minecraft nicht einfach so schön? Das wäre doch cool. Okay, hier sehr viel Getreide. Einfach mal eine Kiste reinschmeißen. Und jetzt craften wir uns unsere erste Kohle aus Pflanzen hergestellt. 12 Stück. Damit sollten wir uns hoffentlich wieder ein paar Coal Seeds machen können. Dazu brauche ich wieder diese Samen hier. Da mache ich mir einfach mal so viele von, wie ich kann, denn davon werde ich natürlich viele, viele brauchen. Und jetzt hier so ein bisschen aufteilen, Kohle aufteilen, dann haben wir noch 3 weitere Kohle-Seeds, das ist voll wenig, aber es ist was. Ich überlege, ob ich mich offline hier noch ein bisschen hinstelle und einfach mit der Watering Can, ja genau, mit der Watering Can hier ein bisschen drauf halte und die ein bisschen wachsen lassen. Oh, das Lichtlevel ist zu niedrig, da muss ich gleich mal was tun.
mit Fackeln und so. Stein. Vielleicht mal hier so ein bisschen. Habe ich die Hake noch im Inventar? Ja. Mit Stein hier so drauf was Kleines hinbauen. Und jetzt brauche ich Fackeln. Sind hier Fackeln? Nee. Ich brauche ein ME-System. Da sind Fackeln. So. Genau, jetzt läuft das Lichtlevel aus. Das heißt, die wachsen jetzt schön. Oh, die wachsen sehr schön. Außer die da. Eine ist schon fertig. Schnell was essen. Stellt euch vor, man hat diese Soul Watering Can. Stellt sich hin und die Teile, die wachsen dann praktisch instant. Also geht's tschak, tschak, tschak und dann sind die gewachsen. Und das macht auch kein 3x3, sondern 5x5 Feld. Oder es ist nur ein 2x2 Feld, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nur 2x2 hier gerade. Ja, das macht halt 5x5. Das ist so stark, diese Kanne. Los, wachse, kleine Pflanze. Ich nehme schon mal die Seeds wieder mit hier hoch. So. Platziere die hier schon mal wieder hin. Halte auf die Mitte drauf. Dann sollten die außenrum auch gleich wieder wachsen. Sollten. Sei denn, es ist ein 4x4 Feld. Weil vielleicht sieht man das ja mit F3B. Nee, sieht man nur, dass ich eine Katze auf dem Kopf habe. Ah, jetzt ist das in der Mitte gewachsen. Warum bekommt man da die Schaden? Das ist eigentlich total blöd. So. Wieder das in der Mitte bewässern. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich werde noch so ein bisschen in Gärtner spielen. Bis denne. Ciao, ciao.